Hey Leute, willkommen zurück zu Doom mit Destiny Worlds. Ich kann manche Wörter einfach nicht auf Englisch aussprechen. Ich sag's so, ganz einfach. Das nur nebenbei. So, wir wollten natürlich noch den ganzen Kram hier einsacken. Erdbeeren, ja gut, wir nehmen jetzt alles hier mit. Zack, zack, zack. Blumen nehmen wir auch mit. Ich hätte auch einfach das anklicken können, ja. Ich weiß, so. Was haben wir hier? Nehmen wir auch mit. Das ist nur wirklich sinnvoll, wenn... Kommen wir hier dran vorbei? Ja, was ist denn da? Möchtest du ein Streichholz benutzen, um diese Feuerstelle anzuzünden? Möchten wir das denn? Benutzen wir das mal. Kriegen wir das hier kaputt? Ja, so schon mal nicht. Ich bräuchte auf jeden Fall eine Hacke dafür. Da kommen wir auch gar nicht hin. Nein, wir möchten es nicht löschen. Dann kommen wir da jetzt leider nicht hin. Oder hab ich? Ich hab nicht. Okay, gut, dann lassen wir das erstmal gut sein. Dann gucken wir mal weiter. Und wir wollten uns ja hier auch noch die Texte durchlesen. Da steht was geschrieben. Sein selbstsüchtiger Stolz führte sein Volk in den Wahnsinn. Das hört sich doch schon mal gut an. Was steht hier? Ihre Gier nach Wissen brachte einen Fluch über ihre Welt. Das klingt auch sehr einladend. Hier ist noch was drin. Oder auch nicht. Dann machen wir den Kram hier kaputt. Was haben wir hier noch Tolles? Seetang. Ja, mitnehmen. Was gibt's hier Tolles? Geistbär nehmen wir natürlich auch mit. Wird alles eingesackt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Hacke aus Stein haben wir sogar hier gefunden. Ich möchte das jetzt mal nicht anzünden. Ich habe jetzt auch nicht so viele Streichhölzer. Aber vielleicht... Ich würde ja drauf spekulieren, dass wenn man das ein oder andere anzündet, sich irgendwo eine Geheimtür öffnet. Aber das jetzt hier zu testen, ich weiß ja nicht. Knochen und eine Erdbeere nehmen wir auch alles mit. Ach, wisst ihr was, wir... Ja, komm, machen wir das. Dann machen wir da noch Licht, auch wenn wir es nicht brauchen. So, was liegt da? Da haben wir eine Kiste, dann kommen wir so nicht dran. Seetang und nochmal was davon. Stoff. Stoff kann man nie genug haben. Dann haben wir hier noch mehr Stoff. Alles klar. Da gibt's nichts. Da gibt's auch nichts. Das rundet den Raum echt ab. Naja, ich habe da so meine Zweifel. Ich kann hier noch diese ganzen Vasen kaputt schlagen. Was ist denn hier noch Tolles drin? Blaupause, magisches Streichholz. Das ist doch schon mal ganz nett. Müsste man nur noch wissen, wofür man das genau braucht. Ja, machen wir das einfach mal. Moment. Ach, das ist nichts. Das ist einfach nur so ein Teppich oder was das sein soll. Das ist ja ziemlich enttäuschend gerade. Das können wir dann auf jeden Fall... Was passiert denn, wenn ich das kaputt hacke? Kann ich gar nicht. Okay. Kann ich denn mit der Hacke... Oh, ich kann da sogar doch durch. Ja, das ist vom Winkel halt ein bisschen doof. Nehmen wir natürlich alles mit, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und was ist damit? Was auch immer wir da jetzt bekommen haben. Was ist das denn? Einmal Kupfer und einmal Elastikum. Plastik. Mit Magie. Mein Gott. Nein. So, das mal wieder ausrüsten. Dann gehen wir jetzt nämlich hier zurück. Gibt es da noch irgendwas? Nö. Der Stab hat ja schon ein bisschen gelitten. Vielleicht sollte ich den nach Möglichkeit nicht... ausrüsten, wenn ich hier irgendwas kaputt machen will. Was haben wir denn hier? Seine Gier nach Macht zerstörte seine Sippe. Dann würde ich sagen, benutzen wir doch mal das Portal. Das ist ein seltsames Summen. Und die Oberfläche sieht aus, als würde sie sich winden. Wenn ich lange genug drauf starre, sehe ich vielleicht Formen, die sich bewegen, wie bei diesen optischen Illusionen. Okay, wir sollten doch jetzt
Also das sind die drei Symbole für die drei Bosse, aber ich könnte das doch jetzt schon aktivieren, oder nicht? Halt, Moment, nein, ich kann das erst aktivieren, wenn ich die alle erledigt habe. So rum, ne? Ich glaube, so rum. Gut, wir könnten noch mal kurz nachgucken. Und zwar, halt, nein. Da ist Questlog. Folge deinem Schicksal. Genau, das sind die. Mach deine Hausaufgaben. Ja, das ist die gesamte Hauptquest. Das sind die einzelnen Bosse. Und das haben wir doch schon alles gemacht. Weisheit. Ich würde ja mal sagen, wir fangen direkt bei. Wir lesen mal die Schriftrolle. Ich muss mal kurz gucken, wo sind die denn? Da sind Schriftrollen. Da haben wir die rote. Untersuchen. Benutzen. Möchtet ihr etwas über Takitoto D.Max lesen? Ja, lass uns lesen. Ein furchtloser Krieger und er war ein Meister der Stärke und des Mutes. Er ist der Herrscher der Trublinge, des Trublinge-Volkes in der Welt Tropicana. Tropicana liegt östlich vom Mondturm. Es ist eine heiße und feuchte Welt mit tropischer Vegetation aus Palmen, Bananenbäumen und üppiger grüner Pflanzenwelt. Die Überbleibsel von Ressorts und heruntergekommenen Einkaufszentren sind nun nur noch eine blasse Erinnerung an den Reichtum, den Tropicana einst genoss. Die Trublinge waren ein zivilisierter Stamm kleiner humanoider grüner Leute, die den Konsumismus ergeben waren. Aber als ihr Herrscher Destiny herausforderte, wurden die Kreaturen wahnsinnig und verwandelten sich in primitive Barbaren, die den Komfort des modernen Lebens boykottierten, zugunsten eines eher verwilderten Lebensstils. Takitoto D.Max erlag seiner Obsession für physisches Training. Nun versteckt er sich in seinem Sanctum-Gym. Sein Ziel ist es, den Gipfel physischer Perfektion zu erreichen. Er fordert gerne jeden heraus, der mutig genug ist, sein verborgenes Sanctum zu finden, um zu beweisen, dass sein hartes Training unschlagbar ist. Ja, okay. Vielleicht werde ich jetzt, glaube ich, auch nochmal hier die anderen lesen. Können wir das nämlich auch gleich machen. Solomon Stone haben wir hier. Benutzen wir die mal. Ja, lasst uns lesen. Solomon Stone ist ein allmächtiger Zauberer und war die Verkörperung von Wissen und Leben. Er war der Herrscher der Nua. In der Welt Georama. Georama liegt nordwestlich vom Mondturm. Es ist eine kalte Welt mit schwarzen Sandstränden und Vegetation vom Typ Tundra und Taiga. Keine Städte erheben sich in dieser Welt, bloß die Überreste ihrer früheren Bewohner, der Nua. Wie auch immer man das ausspricht. Solomon Stone erschuf mit seiner Magie die Nua, sanfte Steinriesen, die die Welt Georama vor vielen wilden Monstern beschützten. Als Solomon Stone sich jedoch von Destiny abwandte, ließ er auch seine Geschöpfe im Stich. Solomon Stone war vom Krieg besessen und anstatt sanfte Riesen ins Leben zu rufen, verwendete er seine Gestaltungsfähigkeiten darauf, tödliche Kriegsmaschinen zu erschaffen, die als Golems bekannt sind. Solomon Stone verbirgt sich innerhalb des höchsten Berges im Zentrum der Welt Georama, geschützt durch unzerbrechliches magisches Eis. Besessen erschafft er Golems, um die größte Armee zu formieren, die Halagiranesa. Gut, dann hätten wir das auch. Dann bleibt da jetzt nur noch einer. Und zwar Kalimera. Ja, lasst uns lesen. Kalimera ist eine mächtige Magierin und war die Verkörperung von Wissen und arkaner Magie. Sie war die Herrscherin der Djinns von Lampyridae. Die Welt Lampyridae liegt südwestlich vom Mondturm. Sie hat ein gemäßigtes Klima und olivenbaumartige und feigenbaumartige Bäume, Eichen und dunkelgrünes Gras. Städte mit Läden, Tavernen und Büchereien erheben sich auf den Uferklippen und sind bevölkert von Djinns. Djinns sind humanoide Leuchtkäferkreaturen. Sie sind eine großherzige und sanftmütige Rasse von Händlern, Alchemisten und Handwerkern. Selbstsüchtige Gier nach Wissen über Kalimera jedoch führte dazu, dass sie und all ihre Untertanen verflucht wurden.
Wenn die Sonne untergeht, verwandeln sich die Djinns in böse Ghule, Geister wie Monster mit fürchterlichen Zaubern. Kalimera schloss sich selbst in einem Leuchtturm ein, der nun ihr Sanktum ist. Der Ort wird von einem magischen Siegel geschützt, das nur nachts gebrochen werden kann, wenn das Licht eines anderen Leuchtturms darauf fällt. Okay, coole News. Ja, genau, wir müssen wieder hoch, ne? Ja, ich würde sagen, wir gehen dann auch mal wieder hoch. Haben wir jetzt auch erstmal genug gelesen. So, ich nehme erstmal wieder meinen Stab in die Hand. Oh Gott, alle Mann in Deckung. Kann ich mit dir hier noch reden? Was hast du da? Hast du noch irgendwas zu erzählen? Hallo, meine liebsten Helden. Wie kann ich euch dienen? Ja, toll. Was soll das denn? Er stellt eine Frage und ich kann da gar nicht mal drauf... auf Dingsen. Ja, dann sind wir wieder hier. Nee, das ist doof. Das wollen wir jetzt mal nicht. Weil da gibt's sowieso nichts. Wo war das denn? Gut, von hier sind wir, genau, da geht's dann da hoch. Waren wir, doch, wir waren da auf der anderen Seite schon, stimmt. Da erinnere ich mich gerade dunkel dran. Jungs, sollen wir Pause machen? Ja, ich muss mich echt hinsetzen und diese ganze Situation verdauen. Wisst ihr, zuerst gefiel mir diese Vorstellung, ein Held zu sein. Wie sich herausstellt, ist das Mist. Und das Schlimmste daran, keine magischen Waffen. Ach, also das ist das Schlimmste daran, nicht hier festzustecken? Sind wir wirklich auf einem anderen Planeten? Dieses Halagian, ist das real? Außer wir halluzinieren, weil wir bei Benjamin was Komisches gegessen haben. Ja, das passiert wirklich. Wir sahen die Goblins, die seltsamen Früchte und den anderen Nachthimmel. Ich glaube wirklich, wir sind auf einem anderen Planeten. Oh Junge, ich hatte definitiv auf eine andere Antwort gehofft. Und wie kommen wir nach Hause? Du hast den Maskentyp gehört. Unser Schicksal ist es, Halagian zu retten. Es fällt mir wirklich schwer, es zu sagen, aber wenn Magie involviert ist, könnte das ganze Destiny-Zeug real sein und der einzige Weg, diesen Fluch zu brechen, ist, zu tun, was Destiny gesagt hat. Oh, okay. Und wo fangen wir an? Ich denke, wir sollten das Boot bauen und mit dem Erkunden anfangen. Schritt für Schritt. Quest für Quest. Klappe! Tag 9, Mittwoch, 8 Uhr, morgens. Okay, wir sollen jetzt das Boot bauen. Und wie machen wir das denn? Questlog. Bau ein Boot. Halagian ist voll von Inseln, aber du kannst nicht alle schwimmend erreichen. Benutze eine Arbeitsbank und baue ein luxuriöses Boot. Also, da haben wir das Rezept schon. Dann würde ich doch mal sagen, wir gehen... Wo gehen wir denn hin? Ah. Gehen wir da unten wieder hin, oder... Na gut, wenn wir ein Boot haben, ist das eigentlich egal. Ich würde wirklich sagen, wir gehen da nochmal runter. Genau, hier runter, dann da unten auf... Die Startinsel, da können wir leider nichts mitmachen. Und dann schauen wir mal, was wir auch für das Boot brauchen. Unter was fällt das Verkehrsmittel? Wir brauchen eine Menge Holz dafür. Grasfaden oder Fäden und Stofffäden. Nicht genug Zutaten. Ich kann jetzt ja erstmal... Nee. Grasfaden herstellen. Warum nicht? Machen wir erstmal 10. Blumenfaden. Haben wir auch eine Menge. Machen wir auch nochmal 10. Holzbarren. Das waren jetzt aber keine Holzbarren, oder?
Doch, 16 Holzbarren. Stofffaden. Da fehlt noch mehr Holz. Stoff brauche ich. Ich brauche Stoff. Alles klar. Dann machen wir das jetzt. Erstmal so. Und packen hier mal noch mal ein paar Bäume ab. Gut, dafür bräuchte ich aber die Axt. Ja. Waffen. Genau, Axt. Geht da eine für reichen? Ich mach mal lieber zwei. Die Zacke habe ich da jetzt leider auch nicht mehr. Ja, ganz ehrlich, dann machen wir auch noch eine Hacke. Ja, komm. Dann hätten wir das nämlich so schon mal. Und ich würde jetzt gern auf jeden Fall noch... Die Streichhölzer sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Würde ich mal sagen, wir geben sie dann... Der hier kann die mal mit sich rumtragen. Okay. Und... Wo ist jetzt... Genau, da ist die Hacke. Die bewegen wir mal. Da bewegen wir die dann hier hin. Gut, dann hat er auch wieder alle Sachen. Dann passt das erstmal. Dann können wir jetzt endlich mal hier den Baum abbauen. Geht langsam vorwärts, aber es geht vorwärts. Das war jetzt nicht unbedingt die richtige Insel dafür. Da komme ich jetzt so gar nicht dran. Ha. Ja, gut. Das war dann doch ein bisschen doof, hier hinzugehen. Dann würde ich doch sagen, wir müssen erstmal wieder da oben hin. Weil ich glaube, schräg rüber geht nicht. Dafür haben wir nicht genug Ausdauer. Sonst saufen wir hier gleich noch ab. Sind wir auf der richtigen Höhe? Ja, das reicht auf jeden Fall. Haben wir jetzt sogar drei davon? Ich würde jetzt gerne mal gucken, was habe ich denn jetzt? Ich habe nach wie vor nur dieselben Kräfte. Gut, hier könnte man die Objekte benutzen. Da könnte ich noch was ausrüsten. Ich würde sagen, wir greifen dich erstmal an. Und machen damit mal weiter. So, den ersten haben wir schon mal. Hätte jetzt eigentlich darauf spekuliert, dass der Stab irgendwie, ja, eine Kraft mit sich noch hat. Aber nee, so ist es halt nicht. So, ich können wir dann gleich noch ausknipsen. So, verbrennen ist auch gar nicht mal so verkehrt. Mal das ganze Zeug hier einsacken. Moment, da war doch jetzt Stoff bei, ne? Ich glaube, da war Stoff bei. Da haben wir noch die Kiste. Grasfaden, Perle. Okay, nehmen wir alles mit. Ich würde sagen, wir werden dann auf jeden Fall hier erstmal... Ja, noch einige Bäume zerhacken. Und den ein oder anderen Gegner mitnehmen. Mal ein bisschen Ressourcen farmen. Das können wir auch locker hier einsacken. Dann machen wir das nämlich so. Alles kein Thema. Das hätten wir auch. Das nehmen wir auch mit. Den kleinen Baum dann auch. Dann werde ich hier erstmal... Hier fehlt nur noch das rot-schwarz karierte Hemd. Okay. Das war jetzt irgendeine Anspielung, die ich nicht verstanden habe. Aber okay. Gehen aber auch schnell kaputt. Mein lieber Schwede. Oder Scholli. Je nachdem. Wir brauchen ja schon eine halbe Axt für so einen Baum. Das Zeug nehmen wir mit. Das sacken wir dann auch rein. Ich glaube, für den Stoff dann, wenn wir den von den Gegnern mitnehmen, müssen wir auf die mittlere Insel dafür.
jetzt gerade noch mal gucken. Das müsste aber auf jeden Fall schon reichen. Holzbarren. Rede war doch von 16, richtig? Verkehrsmittel. Haben wir? Genau, wir brauchen jetzt nur noch Stofffäden. Blumenfaden. Grasfaden. Wer bekomme ich denn jetzt? Spinnrad. Brauche ich dafür ein Spinnrad? Könnte man mal herstellen, aber dann brauche ich noch mehr Holz wieder. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Kreieren und platzieren. Genau, das setzen wir dann einfach mal. Wo setzen wir das denn hin? Ich würde mal sagen, packen wir das mal dahin. Dann gucken wir mal. Ressourcen. Ah! Aber es ist trotzdem nicht das, was ich brauche. Doch, hier, Stofffaden war das. Machen wir mal 10. Warum nicht? Jetzt fehlt mir wieder das Holz dafür. Natürlich. 16. 4 haben... Oh Gott, da fehlt jetzt schon wieder so viel Holz. Auf jeden Fall brauchen wir dann hier nochmal eine Axt. Ich muss erstmal die ganzen Äxte herstellen. Dann müssen wir noch mehr Bäume hier mitnehmen. Und zwar, wo fangen wir denn da an? Ich glaube, ja gut, dann nehmen wir hier oben mal den Baum noch mit. Und dann müssen wir mal gucken. Hier waren doch eigentlich noch so viele. Den können wir noch mitnehmen. Aber da ist die Axt jetzt hin. Ey, da muss man eigentlich schon wirklich... Wie ist das denn? Ich muss mal kurz was gucken. Die Items kann man aber nicht stapeln. Das ist ja doof. Das ist ja mal richtig doof. Hier gibt es noch jede Menge Bäume. Dann nehmen wir die auf jeden Fall auch noch mal alle mit. Eine Ersatzaxt habe ich noch. Gut, also ich hoffe doch mal, die Bäume werden auf jeden Fall hier dann reichen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, ganz ehrlich, von den Sachen muss man wirklich so mindestens 3 Stück mitnehmen. Gerade wenn man länger mal unterwegs ist. Sonst ist das nämlich echt schon ganz schön blöd. Gut, das waren jetzt hier alle Bäume. Da oben ist auch noch so eine Kiste. Die können wir uns ja auch erstmal schnappen. Warum nicht? Ich habe ja noch eine Menge von diesen Blöcken. Vielleicht lohnt sich das ja. Und ich gehe mal stark davon aus, dass sich das lohnt. Sonst wäre die Kiste da nicht so benutzen. Tada! Bastardschwert aus Stein, Eisen. Zeit, was richtig Gutes anzufertigen. Und eine Erdbeere. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist doch schon mal super. Auf der Mittelinsel gab's auch noch die ein oder andere Stelle, wo eine erhöht auf so einem Berg oder Hügel, was auch immer, so eine Kiste war. Warum haben die hier eine andere Farbe? Gut, dann machen wir das doch erstmal so. Wir stellen Holzbarren her. Jede Menge Holzbarren. Jetzt können wir sogar das Boot schon herstellen. Oder das Floß. Ruder dein Floß. Kreieren und platzieren. Brauchen wir auf jeden Fall tiefes Wasser für. Muss mal ganz kurz...
Kann ich das denn eigentlich auch wieder so ein, abbauen, einsacken, wie auch immer? Gut, wir gehen jetzt erstmal. Scheint ein perfekter Platz für eine Rast. Ja, gut, das genau. Also auf jeden Fall, ich würde dann aber erst noch mal gerne hier alles, alle Holzbarren herstellen. Und dann hätte ich gern noch Machete. Ja, ist für Gras ganz gut. Eine können wir mal mitnehmen. Dann hätte ich gern noch. Ja, nehmen wir mal. Holz brauchen wir erstmal nicht. Nehmen wir lieber zwei Hacken mit, würde ich sagen. Gut. Dann gehen wir jetzt schlafen. Einmal bitte rasten. Und nächstes Mal, das ist da sogar noch, ich hatte schon ein bisschen Panik. Nächstes Mal ziehen wir dann mit dem Floß los. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.